Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Tausende Menschen demonstrieren heute in ganz Deutschland bei den traditionellen Ostermärschen für Frieden und gegen Aufrüstung. Zwar ist der Zulauf längst nicht mehr so groß wie auf dem Höhepunkt der Bewegung in den 80er Jahren, aber die Tendenz ist wieder steigend. Offenbar sehnen sich die Menschen in unsicheren Zeiten besonders nach Frieden. Lena Mosel. Die deutschen Tornado-Kampfjets sind nicht für NATO-Einsätze geeignet, das berichtet der Spiegel. Der Streit um den vergifteten Ex-Spion Skripal eskaliert weiter. Russland fordert von Großbritannien den Abzug weiterer 50 Diplomaten. Zusammen mit den bereits ausgewiesenen 23 sei dann Gleichstand bei der Zahl der Vertreter im jeweils anderen Land. Mindestens 17 Tote und mehr als 1.400 Verletzte. Das ist die traurige Bilanz der jüngsten Unruhen im Gazastreifen. Auslöser war der Marsch der Rückkehrer der Hamas, den die israelische Armee mit Gewalt stoppte. Deshalb ist heute auch offiziell der Tag der Trauer. Alle Geschäfte und Schulen in den Palästinensergebieten sind geschlossen und die Opfer werden beigesetzt. Fabian Dittmann. Nach den tödlichen Schüssen auf einen unbewaffneten Schwarzen im US-Bundesstaat Kalifornien sind neue Vorwürfe gegen die Beamten laut geworden. Eine von der Familie in Auftrag gegebene Obduktion habe ergeben, dass der 22-Jährige von 8 Kugeln in Rücken und Seite getroffen worden sei, jedoch von keiner frontal. Peter Hantjes. Für Deutschlands Autotuner hat Ostern noch eine ganz eigene Bedeutung. Es ist nach monatelangem Schrauben an ihren Karossen endlich der Startschuss für den großen Auftritt. Manch einer nutzt die Gelegenheit aber auch für ein illegales Straßenrennen, weshalb die Polizei besonders auf der Hut ist. Und in Nordrhein-Westfalen will man sogar noch einen Schritt weitergehen. Sebastian Planthold. Und jetzt noch der Blick auf die Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Und das war's von uns. Jetzt kommt das Wetter mit Corinna Borau. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.